Hey meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Daily hier auf meinem Daily-Kanal. Ja, ihr Lieben, ich bin heute gar nicht aus dem Bett gekommen. Wir haben Sonntag, Datum, keine Ahnung, der 10. März, könnte so sein. Oh, ich bin total unmotiviert, irgendwas zu machen, aber es ist okay. Es ist Sonntag, ich bin echt nicht aus den Federn gekommen. Oh. Ja, ihr müsst mir jetzt zugucken, wie ich mir die Haare bürste, da müsst ihr jetzt durch, weil das muss auch mal gemacht werden. Also irgendwer hat das behauptet, dass ich das heute machen müsste. Lust habe ich dazu eigentlich nicht. Ja. Heute Nachmittag gehen wir zusammen spazieren. Eine größere Runde, meinen Lieblingspark. Der ist wirklich ein bisschen groß. Also nicht groß in dem Sinne. Es dauert halt ewig, bis man da ist. Ewig und drei Tage. Und ja, sonntags machen wir ja jetzt immer einen großen Spaziergang. Ich habe heute, sonst immer möchte ich das gerne vormittags schon erledigen. Aber heute habe ich mich dafür entschieden, mache ich es nachmittags, also sprich statt zum Mittagsschlaf. Weil ich habe das Problem, wenn ich Mittag gegessen habe, dann will ich auch Mittagsschlaf machen. Und das möchte ich gerne ein bisschen aktiver gestalten. Nämlich kein Mittagsschlaf, sondern spazieren gehen. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir das nach dem Mittagessen starten wir los. Ja. So der Plan. Ich habe auch wieder ein paar Pakete fertig, die würde ich gerne wieder wegbringen. Sonntags kann man immer so schön die Kamera aufstellen. Ja, deswegen denke ich mal, weil es liegt auch auf dem Weg zu diesem Park, wo ich heute spazieren gehen möchte, dass mein Mann und ich die fleißig gewickelten Pakete wegbringen, die wir schon fertig haben. Es sind ja wieder einige, weil ihr Verrückten, ja. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr unser kleines Familienunternehmen so unterstützen tut. Ja, okay, also Pakete wegbringen und dann gehen wir spazieren. Was habe ich noch geplant? Erstmal wollte ich euch zeigen, was ich gehandarbeitet habe. Das habe ich jetzt aber die Hälfte vergessen. Ich habe bloß die Kamera geschnappt und habe mir gedacht. Na gut, also ich habe hieran ein bisschen weiter gestrickt, ja. Da unten war ich das letzte Mal und das ist jetzt dazugekommen. Ja. ich habe einen Stitch in der Wohnung verloren. Nicht ich habe ihn verloren, sondern der weiße, der schwarz-weiße Kater, der weiß-schwarze Kater, hat ihn entführt. Alle beide. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich habe ihn vergessen, an den Nadeln festzumachen, weil sonst wird er nicht abkriegen. Also du brauchst schon ein bisschen Kraft, ehe du das Ding da abgekriegt hast. Ne? Ich werde es vergessen haben. Das heißt, die lagen lose herum und Mr. Brumbrum hat sich gedacht, oh, was ist denn das für ein cooles Spielzeug? Damit habe ich ab. Einen habe ich gefunden. Darum gehe ich davon aus, dass ich es vergessen habe, weil es waren einfach beide ab. Und sie sehen auch nicht so aus, also der hier sieht nicht so aus, als hätte er genagt. Also da ist gar nichts dran. Der hat da nicht dran genagt, sonst würde das anders aussehen. Ne? Also deswegen gehe ich von aus, dass er das Ding nicht gefressen hat, sondern dass das hier irgendwo in der Wohnung rumliegt. Wahrscheinlich unter irgendeinem Schrank, unter dem Fernsehschrank. Nehme ich mal an, irgendwo wird er liegen. Irgendwann wird es wieder auftauchen und dann freue ich mich. Ja. Und er hat sich gefreut, dass er es zum Spielen hatte. Ist egal. Ich habe einfach Timmy im Wollkorb genommen und habe den da dran gestöpselt. Der von ist ja der zweite auf der Häkelnadel, weil ihr wisst, ich mag das irgendwie. Ich finde das lustig, weil das kann man wechseln. Und wenn du mal, also brauchst ein bisschen Kraft, ne, um das wieder runterzuziehen. Und dann kannst du das immer wechseln. Und wenn du eine andere
andere Figur drauf haben willst oder du brauchst das mal für die Stricknadel, dann kannst du es jederzeit wieder abmachen und die Dinger fliegen dir nicht durch die Gegend und du hast eine Nadel, die dir nicht durch die Gegend fliegt, weil sie ja irgendwo safe ist. Ne? Ja, das ist meine 3 mm Nadel, da habe ich früher sehr viel mitgehäkelt. Also das sind ja diese Teddy-Metallnadeln, ne? Da scheiden sich ja die Geister. Manche finden sie cool, manche finden sie kacke. Warum auch immer. Ich finde sie cool, ich habe damit früher nur gehäkelt und ich häkle nebenbei immer noch mit ihnen. Sie kommen aber, warum auch immer, an den Nadeln von Tulip Japan nicht ran. Also die sind gut, damit kann man schnell häkeln und viel machen, aber sie sind nicht so wie die Tulipnadeln. Ich weiß nicht, was mit den Tulipnadeln ist, dass die so mega sind. Ich versuche mich ja immer noch durchzutesten durch die Nadeln. Ich will auch nochmal die Addis ausprobieren. Ihr wisst, die Swing, die mit den, ja, die aussehen wie eine Zahnbürste. Sagen wir es mal so, wie es ist. Die sehen aus wie eine Zahnbürste. Die würde ich gerne nochmal ausprobieren. Davon hatte ich nur die kurze Variante. Damit bin ich gar nicht zurechtgekommen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, die fliegt hier auch irgendwo noch herum, weil es irgendwie zu meiner Nadelsammlung gehört. Und die liebe Nora hat mir aber erzählt, davon gibt es noch die lange Version. Und jetzt hatte ich geguckt, ja, gibt es die Maxis. Und ich habe aber noch keine davon bestellt. Das werde ich aber demnächst machen, damit ich die auch mal austesten kann, wie die denn so unterwegs sind. Okay, also ich habe daran weitergemacht. Und damit mein Mann was zum Verlinken hat, zeige ich euch auch die Bobbel. Das ist der Seerosenteich. Der hat 500 Meter und ist ein Vierfachgarn. Und ja, ich finde 500 Meter eigentlich perfekt für ein Tuch zum Stricken, also da braucht man nicht so viel, es würden auch glaube ich 400 Meter für ein Stricktuch ausreichen, weil gut, das ist kraus rechts, da würde ich dann schon eher 500 Meter nehmen, weil das ist ja dann wieder ein bisschen kompakter, nicht so wie gehäkelt, aber es ist kompakter und wenn ich aber hier glatt rechts stricke, dann würden glaube ich 400 Meter auch ausreichen. Für die Strickmaschine kann man zwei von diesen Knäueln sehr, sehr gut benutzen für einen Verlaufschal. Wenn du die nämlich gleichzeitig auf der Adi Strickmaschine verkorbelst, wie auch immer, kriegst du einen schönen Schal. Es ist jetzt nicht der ultra kuscheligste winterdickste Schal, aber es ist ein schöner Schal. Er hat 400 Runden. Ja, das habe ich damit ausgetestet und einige von euch haben das auch schon ausgetestet, darum weiß ich, dass das relativ gut funktioniert. Das ist dann ein Achtfachgarn, das heißt, wenn du das hier doppelt nimmst, das ist ja ein Vierfachgarn, hast du einen Achtfachgarn und einen wunderschönen Verlauf. Habe ich jetzt auch schon öfters, aber ich habe die Schals meistens schon verschenkt. So, und wenn wir bei der Adi sind, dann sind wir auch dabei schon, was ich heute machen möchte. Ich möchte heute die Adi rausholen und ich habe ein paar Reste zu liegen. Ich möchte erstmal ein paar Reste verstricken, damit das wieder ein bisschen weniger wird und ich eventuell euch wieder ein paar Schals in den Shop stellen kann, weil die sind auch sehr beliebt bei euch und wie gesagt, verschenken tun die sich auch immer richtig gut. Ja, das werden wir machen. Ich habe da oben auch noch zwei Garne zu liegen, die ich eigentlich auch noch mit einer Strickmaschine machen wollte. Das wären drei Schals gewesen und wie gesagt, dann eben die Reste. Ich habe ja hier meine Reste-Sack stehen. Ich würde gerne mal, dass der ein bisschen leerer wird. Das würde ich jetzt in Angriff nehmen. Und ja, na gut, hier liegt schon was eigentlich schon. Das wäre schon fertig, das könnte ich einfach so verwenden. Also manchmal liegen dann schon fertig gewickelte Sachen drin, die man schon benutzen kann. Ja. Oh, eine Wärmflasche. Okay. Ja, ich schmeiß gerne auch mal Sachen einfach so in die Kiste. Dann habe ich Ruhe. Beziehungsweise das ist so ein großer Sack von Ikea. Und ja, da schmeiße ich alles rein. Jo. Das ist der Plan. Ich hole jetzt die Wickelmaschine vor, baue sie mir hier auf und dann mache ich die Kamera ein bisschen mit an, denke ich mal, mache mir ein Video an. Ich habe ein bisschen was nachzuholen. Es gibt ein paar Videos, die ich gucken muss. Ja, die muss ich gucken. Das ist nämlich die liebe Anja von Strick und Fit. Da muss ich noch zwei Folgen nachgucken.
die habe ich noch nicht geschafft. Dann von Devilly Crochet muss ich noch 2 Folgen nachgucken. Da bin ich gerade dabei. Und von der Mira muss ich noch einiges nachgucken. Bin ich auch dabei. Also ich habe, also Content habe ich genug zum Angucken. Und da freue ich mich drüber. So, gut. Ich wechsle einmal die Kamera. Wir haben 10 Minuten lang gequatscht. Und ich baue mal alles auf. Ja, ich habe 2 Schals fertig und schon ganz viele Reste verwickelt, verkorbelt. Und den finde ich besonders schön, der hat so einen schönen, irgendwie so einen richtig coolen Verlauf. Ich lege den mal auf den Boden. Ja, so richtig kann man es nicht zeigen, man kann es halt nicht zeigen. Er ist groß, so. Jetzt seht ihr es ein bisschen. So sieht er aus. Ja. Und ich glaube, den behalte ich selber. Den finde ich irgendwie cool. Ich weiß nicht. Muss ich mir überlegen. Es sind halt Unikate, ne? Weil es ja Reste sind und ich nehme die Reste, wie sie kommen. Ja. Einmal der. Und den habe ich euch ja vorhin gezeigt. Der da. Keine Ahnung, den kann man auch nicht so richtig zeigen. Der hat halt eine rosane Phase und dann was Blaues. Und ja, insgesamt habe ich jetzt immer 400 Reihen gewickelt. Zweifach, also ist 8-fach gewickelt. Gekurbelt mit der Strickmaschine. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele Reste. Es sind auf jeden Fall schon ein paar Reste weg. Der dritte ist jetzt auch schon.
Ich habe versucht, auch mit der Strickmaschine und Bobbeln einen Pullover anzufangen, aber irgendwie wollte mir das nicht gelingen, mit Bobbeln einen Pullover zu machen, ja. Mit anderen Garnen klappt das gut, aber mit diesen gefachten Garnen klappt es nicht so gut. Und hier unten im Dunkeln sind die Reste, die ich jetzt noch habe, meine Bobbelreste in dem Körbchen. Jo. Die werde ich jetzt nach und nach immer verkorbeln, immer zwei zusammen. Und ja, so dass das dann auch ein bisschen leerer wird. Genau. Gut, ich ziehe mich jetzt an und dann geht's los. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Meine Lieben, damit beende ich das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über Däumchen, Kommentare und Abos. Und wenn ihr morgen wieder zuschaut, was ich morgen Lustiges anstelle. Ciao, bis dahin, macht's gut.